Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr wissen wollt, warum Elektroautos in ein paar Jahren wahrscheinlich deutlich billiger werden und wie es möglich ist, in Zukunft die E-Autos viel nachhaltiger zu produzieren als heute, ja, dann ist dieses Video für euch mit Sicherheit ziemlich interessant. Denn ich schaue mir heute mal eine Game-Changer-Technologie für die Zellfertigung bei Batterien genauer an. Und wer hat die entwickelt? Tja, das erfahrt ihr, wenn ihr einfach weiterschaut. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Für die weitere Entwicklung der Elektromobilität, da haben wir aktuell zwei große Probleme, die wir erst noch lösen müssen. Nämlich erstens, E-Autos kosten einfach noch zu viel. Und das liegt hauptsächlich an den Batterien. Denn die Herstellung ist aufwendig und energieintensiv und dadurch eben teuer. Eigentlich könnten E-Autos viel billiger als Verbrenner sein, denn für die Herstellung werden mindestens 30% weniger Teile benötigt. Von den langfristigen Kosten für geringere Wartung mal ganz zu schweigen. Ein wesentlicher Schlüssel zu bezahlbaren E-Autos sind also die Batterien. Wer die in Zukunft günstig produzieren kann, ist eindeutig im Vorteil. Und das zweite Problem ist die Nachhaltigkeit der Akkuproduktion. Also der Energieeinsatz, der den immer wieder genannten CO2-Rucksack bei einem E-Auto produziert. Stand heute verursacht die Herstellung eines E-Autos in Summe etwa so viel CO2, dass man je nach Akkugröße zwischen 30.000 und 60.000 Kilometer fahren muss, um das beim Stromtanken wieder reinzuholen. Wenn man im Durchschnitt 15.000 Kilometer pro Jahr fährt, dann dauert das also 2 bis 4 Jahre. Das gilt wohlgemerkt für das Laden mit deutschem Strommix. Wer meistens zu Hause von der eigenen PV-Anlage lädt, der ist natürlich deutlich früher auf Null mit dem CO2. Über die ganze Lebensdauer gesehen hat ein E-Auto also heute schon einen deutlichen CO2-Vorteil, aber es schadet ja nicht, wenn dieser Wert durch nachhaltigere Produktion noch weiter verbessert wird. So, nun kommen wir zu der am Anfang erwähnten Game-Changer-Technologie für die Zellfertigung, die genau diese beiden Probleme angeht. Und hier gibt es eben eine echt coole neue Methode, die enorme Vorteile bietet. Entwickelt hat das Ganze die Firma PowerCo. PowerCo? Wer ist denn PowerCo? PowerCo kommt aus Salzgitter. Das liegt in Niedersachsen. Und das ist ein Batterieunternehmen des, tada, Volkswagen-Konzerns. Jawohl, VW kann nämlich auch Innovation. Und bei PowerCo, da arbeiten inzwischen über 1500 Mitarbeiter. Wer es nicht weiß, VW baut nämlich zum Beispiel in Salzgitter und nicht nur da gerade eigene Werke für die künftigen Batterien der E-Auto-Produktion auf. 2025 soll in Salzgitter die Serienfertigung von Batteriezellen losgehen. Und damit will man sich natürlich von chinesischen Zulieferern unabhängiger machen und eben auch sicherstellen, dass für die Zellfertigung möglichst viel regenerativer Strom zum Einsatz kommt, eben um den CO2-Rucksack zu reduzieren. Außerdem werden dann deutsche Umweltstandards eingehalten, was für sich genommen schon alles sehr wünschenswerte Effekte für die Nachhaltigkeit sind. Ja, aber was ist denn das jetzt für ein tolles neues Verfahren bei der Akkuherstellung? Kurz zusammengefasst, das neue Produktionsverfahren nennt sich Dry Coating und spart sage und schreibe 30% Energie ein. Damit nicht genug, es spart auch noch 15% Fabrikfläche und Fertigungskosten in Millionenhöhe. Möglich wird das unter anderem durch eine Kooperation mit dem deutschen Druckmaschinenhersteller König & Bauer. Druckmaschinen? Ja, ihr habt richtig gehört. Also, worum geht es dabei genau? Schauen wir uns doch zuerst mal an, wie Batteriezellen aktuell hergestellt werden. Es gibt da drei große Prozessschritte. Erstens die Elektrodenproduktion. Zweitens die Montage der Zellen und drittens das Formatting und Aging. Der erste Schritt, die Elektrodenproduktion, ist dabei der Schritt, der die meiste Energie benötigt. Hier entsteht der Hauptteil des CO2-Rucksacks. Im Moment produzieren so gut wie alle Hersteller von Batterien weltweit ihre Elektroden im Wet-Coating-Verfahren. Die Elektroden, also Kathode und Anode, sind das eigentliche Herzstück der Batteriezelle. Die definieren nämlich die Energiedichte und Leistungsfähigkeit des Akkus. Bei der Elektrodenfertigung nach heutigem Standard, da werden die Batteriematerialien mit Zusätzen und flüssigen Lösemitteln zu einem feuchten Brei verrührt, das sogenannte Mixing. Dann wird die Paste auf Trägerfolien aus Kupfer bzw. Aluminium aufgetragen,
Das nennt man Coating. Die Folien müssen dann noch getrocknet werden, damit sich das Lösungsmittel verflüchtigt. Und dazu wird eben sehr viel Energie in Form von Wärme benötigt. Nach der Trocknung werden die Folien noch gewalzt, um das Ganze zu verfestigen. Calendaring nennt man das. Und dann ist die Folie fertig und kann in den Akku. Die Dry-Coating-Technologie, die vereinfacht jetzt die Fertigung enorm. In Zukunft werden nämlich nicht mehr 4 Schritte benötigt, sondern nur noch 2. Beim Dry-Coating-Verfahren werden die Basiszutaten nicht mehr feucht, sondern trocken in Pulverform, ähnlich einem Druckverfahren, direkt auf die Folie gewalzt. Damit entfallen eben 2 von 4 Schritten. Das Pulver wird ohne Lösungsmittel extrem dünn und gleichmäßig aufgedruckt. Diese Schicht ist ungefähr so dünn wie ein menschliches Haar. Und dadurch erreicht man zum einen eine hervorragende Flächenenergiedichte bei gleichzeitiger hoher Lebensdauer und verbessert dabei auch noch die Schnellladefähigkeit der Batteriezelle. Und da nicht getrocknet werden muss, wird der Energieaufwand um sagenhafte 30% reduziert. Und pro Gebäudeblock einer VW Gigafactory, die rund 20 Gigawattstunden Produktionskapazität hat, da entfallen 4 parallele Beschichtungs- und Trocknungslinien. Das entspricht mehr als 7000 Quadratmeter Fläche, die man sich einfach spart. Und die Außenlänge von so einem Zellfabrikgebäude, die kann dann um jeweils rund 100 Meter reduziert werden. Der Wegfall von energieintensiven Trockenöfen und Absaugvorrichtungen für diese Lösungsmittel, das spart bei so einer Gigafactory eine Energiemenge, die dem Jahresverbrauch von rund 40.000 Privathaushalten entspricht. Und durch die enorme Ressourceneinsparung, da werden die Produktionskosten um hunderte Millionen Euro pro Jahr gesenkt. PowerCo hat jetzt den ersten Meilenstein auf dem Weg zum Serieneinsatz erreicht und in einer kleinen Pilotlinie bewiesen, dass die Technologie funktioniert. Ja, und jetzt muss das Ganze also noch weiterentwickelt und auf Industriemaßstab skaliert werden. Und das geht PowerCo nun unter anderem zusammen mit dem deutschen Druckmaschinenspezialist König und Bauer an. König und Bauer als Druckmaschinenspezialist, die werden nämlich die Anlage zur industriellen Pulverbeschichtung entwickeln, also quasi den Batteriedrucker. Ihr seht, es ist ziemlich interessant, dauert aber noch ein bisschen, bevor die ersten Akkus mit diesem Verfahren in E-Autos laufen, aber die Roadmap bei VW, die scheint zu stehen. Frank Blome, das ist der CEO von PowerCo, der sagte dazu, die Trockenbeschichtung ist für die Produktion von Akkus ein echter Gamechanger. Ja, und das könnte ja VW endlich mal echte Wettbewerbsvorteile verschaffen. Also seht ihr, es gibt auch Good News aus Germany, wenn es um Batteriefertigung geht und nicht immer nur aus China. Es bleibt aber zu hoffen, dass bei den vielen 100 Millionen Euro Einsparungen die Elektroautos dadurch auch wirklich günstiger werden und VW damit nicht einfach ihre Marge aufpoliert. Denn das ist ja das, was passieren muss. Elektroautos müssen günstiger werden, damit Elektromobilität nicht zum Luxusgut wird. So, das war's für heute. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Methode haltet. Und wir stehen noch am Anfang einer massiven Transformation. Und was glaubt ihr denn, wohin die Reise bei den Batterien noch gehen wird? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.